Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, schön, wir haben ja im letzten Part diesen Bild durch den ersten Monolithen gejagt und heute können wir schön den Boss machen, den zweiten Monolithen betreten. Wird wahrscheinlich sehr schnell gehen. Ich habe aber gemerkt, der braucht doch ein bisschen anständigere Items. Also er ist schnell. Also er besiegt trotzdem schnell, auch wenn er tanky ist. Und ja, man kann ihn einfach gut spielen, oder? Man muss nicht so viel aufpassen. Muss dafür aber ein paar mehr Tasten drücken. Aber es macht richtig viel Spaß. Und ja, da kommen wir einfach vorwärts. Also ich denke, die Items, die wir unbedingt brauchen, die sind jetzt nicht unbedingt so extremst selten. Es ist ja eher meistens die Unix, die man einfach nicht bekommt. Von Bossen vor allem oder einfach weil zu hohe Corruption Monolithen, Empowered Monolithen wir besiegen müssen. Also ja, durchspielen müssen. Zu den Nodes kommen und so. Und das dauert halt Ewigkeit. Diese Dauer, die habe ich fast nicht, oder? Bis ich dann wieder Corruption um ungefähr 14 erhöhen kann, geht wieder sehr viel lange Zeit. In einem Monolithen, das wird ja immer wieder schwieriger und jo, es motiviert zwar extrem, aber man hat einfach nicht die Zeit. Und das möchte ich jetzt eigentlich mit diesem Bild ein bisschen überspringen. Ihr habt gerade vorher gesehen, einer war sehr physisch immun, also ein großer, es ist eine Kuh oder so etwas. Und da dauert der Bild einfach noch, weil wir keinen Elementarschaden über Zeit haben. Uns fehlt diese Frost Spike, ich weiß nicht, ob ich Englisch. Frost Shakeless oder Frost Bite Shakeless, glaube ich, heißen sie. Okay. Wenn ich wieder am Namen nur ausdenken, wie es wirklich heißt. Frost Bite Shakeless heißen sie und sind sehr berühmt. Also sehr OP vor allem. Die wurden, glaube ich, aber schon mal genervt. Das ist gar nicht genau, aber ich denke schon. Und ja. Trotzdem haben wir noch genug andere Items, wo wir einfach viel Schaden rausholen können. Jo, also es läuft eigentlich gut. Also mit anderen Bits habe ich da ein bisschen länger an manchen Gegnern. Eben diese Kühe hier. Sehen fast nicht aus wie Kühe, aber sind Kühe scheinbar. Sind einfach so absolut OP zäh. Vom Schaden her, ich glaube, die machen keinen Schaden. Aber einfach, dass sie ein bisschen länger dauern, tut schon ein bisschen. Jo. Zeigen, der Bild ist jetzt noch nicht ganz so ready. Kann ja auch nicht. Die anderen sind auch nicht so schnell ready gewesen. Zum Beispiel bei diesem Blut-Hammerdin-Bild hatte ich recht lange zu wenig Schaden gemacht. Das müssen wir einfach noch ein bisschen machen. Ich werde morgen auch versuchen, mal zu livestreamen wieder. Bin jetzt einfach momentan echt geschwächt. Verschiedene nervliche Angelegenheiten. Über die Feiertage, ist es mir einfach besonders schwierig, da jedem sagen zu müssen, ich möchte nicht irgendwo festmachen. Ich will lieber zu Hause sein und Livestream oder aufnehmen. Aber es zwingen alle so mega. Ich muss auch schauen wegen Aspect of the Board Duration, der Zeit, die das Aspekt auf vom Wildschwein erhöht. Gibt es leider nicht. Wir finden immer die falschen Idole momentan. Noch. So, muss ich hier irgendwas erhalten? Schutz, ja, das muss ich noch nehmen. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr anders. Wir sind fertig hier dann. Ja, müssen wir ja in zwei Levels auch sein. Und hier möchte ich noch die Stapeldauer erhöhen. Hier haben wir schon mal den Schaden beide. Okay, und dann gibt es da noch eine Not da drüben. Ausweichwertung pro Meisterstapel. Okay. Hier müssen wir noch hier fertig werden. Also hier hinkommen, Zauberschaden. Wird natürlich auch alles. Und ja, wir müssen jetzt wirklich mehr Werber werden, damit wir noch ein paar mehr Stacks bekommen. Vor allem von hier. Also dazu muss ich noch Cleans Elements. Berserker brauchen wir nicht. Genau hier noch zwei. Nein, noch einen Punkt rein. Und dann weiß ich gar nicht mehr genau, Bereich muss ich noch erhöhen, stimmt.
Aber das brauchen wir ja jetzt noch nicht so wichtig, weil wir ja selber ja immer betroffen sind, weil wir stößen ja den Schrei aus. Gut, da haben wir also noch zwei, ich glaube es waren zwei, damit wir hier hinkommen. Dann hier einfach weiter. Ja, okay, gut. Also dann gehen wir mal noch mehr aufdecken. Jo. So, komm schon. Tu dich umwandeln. Jetzt. Jetzt geht's wieder raus. Schön. Also es ist gar nicht so schwierig mit den Tasten drücken. Man muss nur manchmal ein bisschen runterschauen, dass man wieder weiß, welche Taste jetzt gerade in welcher Form es ist. Aber das ist nur am Anfang. Also ich lerne die Tastaturen eigentlich, also die Tasten eigentlich schnell. Aber in Extrit-Situationen mache ich dann doch manchmal auch wieder falsch. Naja. Ist halt schwierig. Es ist ein Action-Rollenspiel, also ein Hack and Slay, und da ist alles so schnell. Da kann man einfach kleine Tastaturfehler machen. Ich habe zum Beispiel beim Leveln von diesem Charakter, ich müsste ihn ja von Grund auf wieder leveln, einfach mehrmals Heiltränke getrunken, obwohl ich eben fast nie Schaden bekomme. Also der Gegner macht einfach zu wenig Schaden, ich heile wieder zu schnell. Dadurch muss ich eigentlich Heiltränke nicht trinken, aber ich bin immer wieder auf die Q-Taste gekommen. Nein, auf die 1-Taste, sondern auf die Q-Taste, stimmt. Ja. War ein bisschen schwer zu erklären. Ich bin eigentlich einer, der so spät, dass er eigentlich fast nie Heiltränke braucht, oder? Und dann drückst du einfach mal die falsche Taste. Ich wandle mich kurz um. Also der Werbär, der haut ja mega rein schon. Es war einfach jetzt lange Zeit so, dass der Werbär keinen Schaden gemacht hat. Und ich immer die Dornen holen musste. Also unbedingt, wenn ihr so einen Charakter macht, Wutschrei schon früher nehmen. Eigentlich direkt nach den Verwandlungen. Oder ja, ihr könnt ja den Wutschrei gar nicht einsetzen, wenn ihr nicht Werbär schon wirklich am Anfang nehmt. Auf Level 20 oder ja, Level 18 ungefähr. Direkt, wenn ihr Druide werdet, oder? So, jetzt mal ein bisschen schauen. Sich da ja, den einsetzen kann. Da müssen wir noch die Dinge, ja, die Häufigkeit der Blitze erhöhen auf Stufe 5 mal. Jetzt werde ich mich wieder umwandeln. Vielleicht nicht gerade direkt im Angriff, aber ja. Bei vielen Gegnern ist es besser, wenn ihr nicht zu viel Dornenschild castet, sondern andere Sachen. Und damit ihr einfach ein bisschen mehr Schaden auf einmal macht. Und auch genug Wut habt. So, so viele Idole finden wir. Auch das Problem ist einfach, wir finden nicht die richtigen. Genauso nicht beim Sentinel. Und deshalb kann ich einfach diese Smite-Beats gar nicht machen. Es ist so nötig, dass man die hat. Aber man findet sie einfach null. Da muss der Entwickler wirklich noch ein bisschen mehr machen. Dass wir nicht da irgendwann einfach in die Langeweile kommen. Weil kein Update kommt, weil kein Bait möglich ist, weil wir ständig nur farmen. Ist euch langweilig wird, ich schaue jetzt gerade mal kurz. Beim Schamanen. Es ist wirklich nur auf 8 setzen. Okay, gut. Die erste Fähigkeit links oben auf 8 machen. Dann haben wir das. Und das müssen wir auf 5 und das müssen wir auf 5 machen. Gut, aber ich möchte eigentlich Aspect of the Boar jetzt dann nehmen. Ich denke, ich tue jetzt wirklich wechseln auf Beastmaster weites Kinn. Aber jetzt habe ich nicht geschaut, welchen Modifikator. Aber ich denke, der Beat kann wirklich jeden Modifikator bringen. Er hat ja nicht Crit, er hat ja nicht irgendwie Resistenzprobleme oder ja, muss Crits ausweichen oder so. Nee, er ist echt ziemlich. Das geht wieder nicht so gut. Es ist so geil, dass der keine Abklingzeit mehr hat. Ich kann also ständig eigentlich nur Blitze
Ja, es ist natürlich nicht gerade so stark, aber ich könnte nur Blitze beschwören. Ja, bringt natürlich nicht so viel. Aber jo, ist ja auch nicht so schlimm. Wir können immer wieder wechseln, das ist das Gute an diesem Bild. Einfach ständig die Formen wechseln. Ja, nie Mensch sein. Ja, leider in Bases geht's nicht. Aber ich fand es zum Beispiel in Diablo immer cool, als Werwolf herumzulaufen. Diablo 2. Schade, dass in Diablo 4 kein Werb. Doch, es gibt ihn. Aber der spielt niemand in Diablo 4. Also ich habe jetzt auch wirklich nicht Motivation. Ich habe schon wieder ein bisschen gelebt. Ich finde irgendwie die anderen Livestreamer machen das immer so ein bisschen runter. Ich schaue ein bisschen Livestream zu auf Twitch und merke dann, nein, ich kann das selber nicht gut spielen. Jo. Kenner hat auch wirklich noch nichts im Vorgame. Oh, nur im Endgame, also nur die Dungeons, die immer wiederholt werden. Und die sind sowas von langweilig. Ich könnte die aber für echt nicht livestreamen. Also jetzt gerade momentan sicher nicht. Bin ich schon ein bisschen überfordert von Last Epoch. Ist ja auch ein wirklich umfangreiches Spiel schon. Ist nicht so klein wie Diablo 4. Diablo 3 hat mir ja nie so richtig gefallen. Das lag einfach daran, dass alles skaliert hat. Und man einfach ständig irgendwie etwas nicht machen konnte mehr. Weil man zum Beispiel zu gute Items hatte für Set Dungeons und so. Oder weil man einfach zu groß oder weil es einfach zu schlecht geprockt hat, also dass Gegner zu schlecht zusammengepasst haben, zu schwer waren oder zu leicht waren. Oder dass Gebiete sehr langweilig waren, war in Diablo 3 auch so. Und eben der fehlende Anspruch. Ich bin so erfreut, dass mir Last Epoch nicht so die Items vor die Füße wirft. Oder das war ja dann... Also eigentlich ist bei mir Diablo 3 nach dem Loot 2.0 gestorben. Ich war so deprimiert, als ich dieses Add-on Regen of Shadows hatte. Ich glaube, auf jeden Fall irgendwas mit Regen. Dann irgendwie Probleme machte. Also ich wollte nicht mehr so viel spielen. Mir hat es einfach nicht Spaß gemacht, nach einiger Zeit dann wieder weiter zu spielen. Immer wieder große Pausen machen musste. Ich glaube, ich war einer der Letzten, der die Kampagne überhaupt fertig gehabt hat, dann im Let's Play. Mit dem Stream, also nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ist ja auch schon Ewigkeiten her. Ey. Wann war das? 2014? Auf jeden Fall. Sehr, sehr lange her schon. Und ich war ja damals schon natürlich nicht so der fleißige Uploader. Weil ich einfach so merkte, meine Krankheit macht mich doch ein bisschen zu fest kaputt. Habe ja dann eigentlich angefangen zu streamen, konnte dann längere Zeit nicht mehr streamen, weil ich in einer anderen Wohnung kein WLAN, kein LAN hatte. War auch ein bisschen problematisch damals. Und jo, sind es wieder diese Feuerball-Gloves. Handschuhe für den Winter. Die Wärme. Einfach Feuerbälle reinwerfen. Ja, eigentlich muss ja eine Magie durch die Hände durch. Oder? Die strahlt ja die Energie aus und nicht die Handschuhe. Wir haben dann Zauberer Handschuhe an oder so. Was sind das? So Handfesseln, also so einzelne Bänder um die. Das würde gar nicht gehen. Ja, sind wirklich diese Handschuhe. Sind sehr stark, aber man, ja. Darf ja natürlich nicht auf Brandschaden gehen, sonst hat man keinen Brandschaden mehr, weil alles in Schock umgewandelt wird. Ja, das darf ein bisschen Probleme haben. Yes. So, leider habe ich hier keine LPs, Legendary-Punkte. Müssen wir halt noch ein bisschen grinden, zum so bekommen. Aber ich denke, es ist jetzt momentan einfacher, wirklich vorwärts zu machen. Also wir sind soweit. Ich denke, ich mache jetzt einfach mal, wenn wir nicht können. Ich sehe es nicht gerade, ob wir drüber sind oder nicht drüber. Aber ich glaube, wir sind kurz vor drüber. Ich will ja für euch noch den Boss machen.
Ja, es würde noch funktionieren. Also immer zuerst der Werwolf, damit wir dieses Deck haben. So, jetzt eigentlich direkt umwandeln. Ja, jetzt sind wir ein bisschen zu früh mit dem Angriff. Umwandeln, dann wir die 8 Stacks haben. Und jetzt sind sie wieder weg. So schnell gehen sie wieder weg. Ist nicht so toll, ja. Also wieder umwandeln, weil der Große da ist. Der Große geht weg wegen diesen Maelstrom-Stacks. Und bei ihm gehen die, der wird auch schnell weg. So, umwandeln, hopp. So, die Taktik hoffentlich funktioniert so besser. Aber ich sehe halt nicht immer so schnell, wie man sich umwandeln kann. Und mir fehlt auch noch sehr viel Abklingzeit auf Items. Das ist das größte Problem. Also der Bild, er wird eher sinnig, lustig und schnell zu spielen sein später. Aber zuerst bauen wir die Items. Komm. Zerfetzen ihn. Da wir eben auch Blitzschaden machen mit den Angriffen, machen wir auch mehr Schaden, oder? Als er noch physisch war, also wir das noch nicht gesteckt haben, haben wir einfach noch nicht genügend Schaden gemacht, scheinbar. Das machen wir jetzt wirklich. Beste. Ja, wir können noch ein bisschen tanken. Bleiben noch ein bisschen drin im großen Wurf. Jo. Sehr toll zu spielen. Ich habe richtig eine Riesenfreude. Kann mich auch ein bisschen rauslassen, oder? Und sobald ich nicht mehr so viel Wut habe, wechsle ich momentan jetzt wahrscheinlich besser. Wäre sowieso nicht immer angreifen können mit dem Werwolf. Ja, es geht eigentlich ziemlich gut. So mit dem Spriggan auch. Aber doch verlieren wir ein bisschen, ja, Schaden, wenn wir einfach nicht wechseln. Ja, eine Klo, die können wir auch noch ein bisschen wieder nutzen. Ja, das geht auch ziemlich gut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte länger im Werbär sein, wirklich bis die Wut weg ist. Oh nein, ich sollte ihn noch berennen, aber ich habe es auf der falschen Taste gehabt wegen der Umwandlung. Also ich muss noch hier weiter. Also wieder wechseln. Nein, jetzt habe ich mich zurückgefunden. Also nochmals. Und dann wieder wechseln. Schön blitzen. Ein bisschen blitzen. Hey, ich kann mich nicht mehr bewegen. Bin leider festgesteckt. Mit der Wand oder so. So. Ja, und jetzt wieder umwandeln, dass wir wieder schnell rennen können. Wir haben leider ein bisschen Geschwindigkeit verloren durch einen von den passiven Skills. Er ist sonst schneller. Aber gut. Trotzdem noch ein bisschen schneller. So, Rasei, kritischer Treffer. Nö. Wieder umwandeln, dass wir wieder dieses Dex bekommen. Es ist komplizierter, als ihr denkt, aber gar nicht mal so fest kompliziert. Oh ja, immer wieder hin und her. Genau. So, jetzt lieber doch mit dem Angreifen, mit dem Schild. Schild, hopp, hopp, hopp. Und dann ist er auch ziemlich schnell dann. Ja, okay, nicht so schnell wie ich will. Auf die Stadiums leiden, die sind natürlich schon ziemlich gut noch. Oh, nochmals diese im letzten Bild. Ja, das muss ich nicht mehr. Also was wollte ich machen? Gut schauen. Das, da verlieren wir leider zu viel physisch Resistenz. Wir haben 56. Ja, einfach weitermachen. Wir haben gar nichts zu statten. Gar nichts. Ah, nicht der falsche Kopf. Das ist einfach der Bild, den du spielen willst, wenn du Langeweile hast. Das ist einfach genau ein super Bild gegen Langeweile. Also wenn ihr mal gerne spielen würdet, aber ihr einfach keinen Spaß habt an manchen Builds, macht euch diesen Bild. Ihr kommt sicher auch schnell vorwärts. Ihr habt ja mehr Zeit als ich. So, aber ich muss wieder weiter.
Ich tue jetzt hier wirklich nicht alle Gegner besiegen. Großen natürlich. Boah, was war denn das? Es ist ein bisschen laggy, habe ich das Gefühl. Asynchron. Er bleibt hier. Ja, genau. Tu mich noch kurz durchbohren. Stimmt. Das macht meinem Bärenfell nichts aus, weißt du. Ich bin aus Eisen. Wie im Real Life auch. Meine Haare sind auch aus Eisen. Bis da mal etwas geschnitten wird, vor allem an den Bartan. Ja. Dauert ungefähr 20 Minuten. Bis da der Rasierer was schneiden kann. Macht er immer so. Ja, ich habe schon verdammt dicke Haare. Das ist unglaublich. Jo. Wenn man halt so geboren wird mit dicken Haaren, hat man leider manchmal doch ein bisschen negativere Gedanken. Ja, wie soll man jetzt da alles schneiden, waschen und alles? Aber ja. Man braucht einfach länger. Dünne Haare sind ja aber auch nicht gut. Also sie sollen einfach mittel sein, habe ich das Gefühl. Auch wieder viel Physical-Widerstand. Soll ich das mal nehmen? Manche Beats bauen sehr viel Physical-Widerstand für den Anfang. Kommen wir sicher auch besser vorwärts. Und wir haben schnell aufgeräumt hier, also gegen Massen und Zombies. Sehr gut, gut. So, also machen wir noch den Boss. Und wenn wir nicht können, machen wir einfach noch kurz. Ja, wir können es. Also ich muss mich einfach ein bisschen konzentrieren jetzt, gell? So. Ein bisschen weiter weg, das Mikrofon ist nicht übersteuert. Also wie soll ich jetzt das machen? Ja, ich muss mit ihm angreifen. Nein, ich muss wegrennen, nicht verwandeln. Okay, wir bekommen viel Schaden. Ich sehe wieder keinen. Ja. Oh ja, jetzt wegrennen. Nein, nicht wegrennen. Ach Mann, meine Konzentration ist wirklich gerade in diesem langen Tag am Ende. Okay, also den letzten Angriff muss ich nicht einsehen. Hey, wieso kann ich nicht wieder weg? Also es ist leider wieder so, dass ich festhänge mit diesem Angriff. Ich soll den eigentlich nicht so einsetzen. Ich tue jetzt mal... Nein, nicht Heiltränke drin. Okay, wieder ein Heiltränke. Ich hoffe, ich sterbe jetzt gerade nicht. Also man hängt überall auf Best die ganze Zeit. So, jetzt wegrennen. Gut, wow. Also eben bei manchen Beats ist dieser Boss der reinste Horror, weil er so stark verbuggt ist, dass man halt überall festhängt oder einfach auch nicht sieht, wie viel Leben diese Bottiche haben, diese Behälter. Und das macht natürlich... Oh, ich habe ihn einfach... Macht ihn einfach ein bisschen zu unfair zu gehen. Man muss ihn entweder können oder jetzt auch wie ich eine Heiltrank-Reaktion. Ein paar von diesen Totems platzieren, dass ich nicht zu viel Schaden bekomme. Und dann wieder umwandeln. Nein, okay. Er hat uns nicht getroffen. Und dann wieder umwandeln, dass wir wieder ein bisschen. Ja. Er soll zu mir kommen, das ist ja nicht normal. Wie der sich wegschleudern lässt. Er soll zu mir kommen! Nicht so blöde, er raged halt wieder. Jetzt umwandeln. Sehr gut. Immer wenn er das einsetzt. Ja, jetzt setzt es nochmal. Aber immer wenn er das einsetzen wird, einfach kurz umwandeln, dass wir diese Stacks bekommen. Das machen wir noch kurz mal wieder hier. Heil-Totems. Und nein, nicht in die Richtung. Und dann haben wir ihn besiegt. Wow, sehr anstrengend der Boss mit diesem Bild noch. Zwei Legendary Potential. Wow, wow, heftigst. Und jetzt bitte Unix droppen, bitte. Ich habe ihn mit dem anderen Bild gehabt. Nein, es ist Gold.
Aber Gold nützt uns jetzt momentan auch noch ziemlich viel. Also dann mache ich ihn so schnell wie möglich. Also ich werde morgen dann einen Livestream machen. Wahrscheinlich am Nachmittag schon. Weil ich um 4 Uhr dann wieder weg muss. Also ich mache ihn am Mittag schon. Schätzungsweise so 12 Uhr, 12.30 Uhr. Ab dann mache ich mal einen Livestream, damit wir ein bisschen durchrushen können. Und dann mache ich im Let's Play die ganz schweren Bosse dann noch, damit ich dann wieder ein bisschen Konzentration habe. Gut, Dankeschön fürs Zusehen. Also, ja. Wir brauchen ja vom Boss hier auch noch ein Item. Das kann ich ja kurz zeigen. Dieses Item hier, Throne of Ambition. Und das bekommen wir nur, wenn es empowered ist, also Level 100. Also müssen wir zuerst alle Monolithen durchmachen und dann sofort dieses Item farmen. Wird schwierig sein, aber das schaffen wir auch, vor allem mit Frostbite Shackles. So, dann haben wir hier noch nicht, wir sind 74, wir sind 56, das dauert noch ein bisschen, natürlich. Ja, Giftresistenz ist noch nicht gut, unsterblich sind wir aber auch noch. Ja, wir sind fast im Boss gestorben, aber nur fast. Ja, eine bessere Rüstung. Ja, das werden wir morgen also im Livestream machen können. Dankeschön und tschüss zusammen.